Ich bin sehr gerne heute hier und springe für Barbara Scheer ein, die leider nicht kommen kann. Sie hat vor 30 Jahren die Erfolgsteams erfunden und seit 10 Jahren sind diese Teams auch mein Thema. Vor 10 Jahren war ich in einer großen Notlage. Ich hatte einen Beruf, ich saß in Osnabrück, wo ich herkomme, an der Uni und habe aber genau gespürt, ich will diese Arbeit nicht länger machen. Ich bin nicht mehr mit Begeisterung dabei, war mir alles theoretisch, aber ich hatte keine Ahnung, was kann ich denn sonst tun? Das fühlt sich nicht gut an, dieses Gefühl, und ich hatte es eine ganze Weile, bis ich dann die Bücher von Barbara Scheer in die Hände bekam, anfing zu lesen und ganz schnell merkte, oh, hier zeigt mir ja wirklich mal jemand, wo mein Talent liegt. Oder, was Barbara Scheer sagen würde, sie versucht uns zu zeigen, was wir lieben. Denn letztendlich müssen wir das in unserem Leben tun, was wir lieben, denn das können wir automatisch gut, dafür haben wir ein Talent. Und die Natur hat uns sozusagen damit ausgestattet. Wenn wir es nicht so selber spüren und wissen, können wir uns nur auf den Weg machen, das zu entdecken. Und das war mein Weg mit Wishcraft, dem ersten Buch von Barbara Scheer. Ich war so begeistert davon, von den Büchern, dass ich irgendwann zu Amazon gesurft bin und ich dachte, ich will das mal in Deutsch lesen, denn ich hatte es auf einer Urlaubsreise in den USA entdeckt. Und bei Amazon, dem Internetbuchhändler, da gab es kein Buch von Barbara Scheer in Deutsch. In dem Moment hatte ich, vielleicht würde Martin sagen, das war eine Vision, ich nenne es Wunschfantasie, da strömte was in mir hoch, so eine verrückte Idee, wenn ich die nach Deutschland holen könnte. Das wäre toll. Ich hatte kaum diese Idee, kam eine andere Idee von der Seite in meinen Kopf, die sagte, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Die wird gerade auf dich gewartet haben. Mädchen, bleib mal bei deinen Leisten, du hast noch nie was mit Büchern oder Barbara Scheer zu tun gehabt. Ich nahm also diese Wunschfantasie und schob sie vom Tisch und sie war unterm Teppich. Die eigenen Zweifel hindern uns oft daran, genau zu spüren und zu wissen, was wir wollen, was wir gerne täten oder was wir lieben. Das sind so die inneren Stimmen und wir sagen dazu, das ist unser Bodyguard. Bodyguard deshalb, weil er will uns da halten, wo wir sind. Der möchte nicht, dass wir Neues anfangen. Denn Bodyguards, die haben was mit Sicherheit zu tun. Die halten uns auf der Spur, auf der Schiene, sage ich gerne, auf der wir sowieso sind. Da ist es sicher, da geht's uns relativ gut. Vielleicht sind wir nicht so glücklich oder so freudig, aber das ist einem Bodyguard egal, weil ihm geht's ums Überleben. Da brauchen wir Sicherheit. Und dann kommt so ein Wunsch, so eine Vision oder so ein Traum daher. Und das Besondere ist, der liegt nie hier auf der Schiene vor uns, sondern da hinten, ganz weit weg. Und dann denkt Bodyguard in uns, da muss ich ja dahin und da muss ich vielleicht sogar hier diesen Abgrund überwinden und das ist gefährlich. Also schickt er uns diese Gedanken, Schuster, bleib bei deinen Leisten, jetzt tu mal das, was du gelernt hast, was glaubst du, wer du bist? Und schon marschieren wir wieder hier auf unserer Schiene und vergessen diesen Wunsch, diesen Traum, der ins Neue geht, der dahin geht eigentlich, wo das Herz hin will. Das, was wir lieben, versteckt sich nämlich in Wünschen und Träumen, die wir oft ganz automatisch für unmöglich halten. Wir sehen nicht den Weg, wir waren da noch nie, wir denken, es geht nicht und dann haben wir noch diesen Bodyguard.
Nun las ich aber damals Witchcraft von Barbara Sher und da stand genau drin, was ich mit dem tun werde, was ich liebe mit diesen Träumen. Ich werde es vom Tisch kehren und ich werde sagen, ich weiß nicht, was ich will. Obwohl es ganz klar war, ich wollte sie und ihre Bücher nach Deutschland holen. Also habe ich das wieder ausgegraben, diesen Wunsch, und habe mir das angeschaut, wie kann ich jetzt vorgehen. Und da hatte sie da in dem Buch so eine sehr seltsame Idee für mich damals. Sie sagte, wenn man dann weiß, was es ist, wenn man ein bisschen Zutrauen zu diesem Wunsch gefasst hat, dann geht's ans Umsetzen, dann geht's dran, den ins Leben zu holen. Und ihre Erfahrung war die in ihrer Beratungspraxis, sie hat viele Menschen beraten, sie hat mit ihnen herausgeschält, was sie lieben, was sie gerne machen täten. Aber wenn die Leute dann wieder allein und zu Hause waren, hat's keiner umgesetzt. Weil die Ängste, lassen Sie uns ruhig so nennen, einfach zu groß sind. Und dann hat sie gesagt, wie passiert denn das, was wir im Leben alles leisten, tun und machen? Und wir alle hier, wir haben ja schon unheimlich viel erreicht und gemacht und geschafft. Und wenn man genau überlegt, ist bei all diesen Dingen immer jemand da, der uns unterstützt. Und manchmal ist es die Gesellschaft. Und beim Schulabschluss, den wir alle haben, muss man sich mal vorstellen, dass uns da jeden Morgen die Mutter weckt, pünktlich, sie uns aus dem Haus schiebt, in der Schule schon der Lehrer oder die Lehrerin wartet und wir in einer ganz klaren Struktur der Erwartung diese Dinge vollbringen. Und so schaffen wir es bis zum Abschluss, bis zum Abitur, bis zur Promotion und. Denn wir sind in einer Struktur, die darauf wartet, wo Menschen darauf warten, dass wir etwas tun. Bei der Arbeit ganz genauso. Sie haben den Chef, Sie haben den Termin, bis da und da hat es fertig zu sein. Sie wissen genau, wenn es nicht fertig ist, dann gibt's was auf den Deckel. Und zwei Tage vorher fangen Sie an zu spurten und machen das fertig, was von Ihnen erwartet wird. Und nun sagte Barbara Sher, und sowas brauchen wir auch für unsere Träume. Wir brauchen jemand, der schiebt, der uns ermutigt und der drauf wartet. Und wenn Sie wollen, ich knüpfe an das Vorreferat, wir brauchen alle so ein Dökterle und so ein Pace Car, heißt es, glaube ich. Also eine Unterstützungsmaschinerie, die uns ein Stück weit anschiebt und mitnimmt. Und jetzt hieß das Ganze Success Team. Erfolgsteam. Ich dachte, mein Gott, Erfolgsteam? Was ist das für eine amerikanische, abartige Idee? In Deutschland, das wird nie funktionieren. Davon hat man ja noch nie gehört. Schon wieder so viele Zweifel, hören Sie das? Bodyguard, da hält mich was ab, etwas umzusetzen, wo ich eigentlich denke, könnte funktionieren. Aber ich tat etwas, was ganz wichtig ist, wenn Sie selber ein Vorhaben haben oder wenn sie Neues wagen möchte. Ich redete mit jemandem darüber. Denn das ist der Tod ganz vieler Träume und Wünsche und Visionen. Wir behalten die für uns. Und da wir die Zweifel haben, trauen wir uns ja auch oft nicht drüber zu reden. Und ich hatte eine Freundin, der ich sagte, du, ich habe da dieses Buch gelesen, ich finde das klasse und da soll man jetzt so komische Teams gründen. Was meinst denn du dazu? Ich hatte Glück. Die Freundin war hellauf begeistert. Die meinte, hey, lass uns das mal probieren, das ist doch toll. Das heißt, ich hatte Stöckterle plötzlich an meiner Seite. Nämlich diese Freundin, die sagte, komm, ich frag zwei Freundinnen, du fragst auch noch eine und dann versuchen wir einfach mal ein solches Team zu gründen. Erfolgsteam besteht aus 4 bis 6 Menschen, die von sich sagen, ich will was Neues wagen. Ich muss noch gar nicht genau wissen, was es ist. Aber ich weiß, alleine komme ich nicht weiter vom Fleck. Ich glaube, es ist gut, mich da mit anderen Menschen zusammenzutun. Und dann gründeten wir da das erste Erfolgsteam. Und wir redeten über Wünsche, über Träume, über Vorhaben. Und im Erfolgsteam, es ist eine ausgedachte, klare Struktur,
wird das Ganze konkretisiert. Sie machen auch eine Art Strategieplan. Sie planen, wie komme ich denn zu diesem Wunsch, zu diesem Traum? Was sind denn meine ersten Schritte? Und dann passiert das Entscheidende, wenn Sie das Ziel haben, dem gehe ich ganz konform mit dem Vortrag vorher. Erst müssen wir wissen, wohin will ich? Und wo will ich hin? Dahin, wo mein Herz ist. Das, was ich liebe. Und das, was ich liebe, versteckt sich in Wünschen und in Träumen. Und das müssen keine nur beruflichen Träume sein. Das dürfen alle Wünsche sein, wo Sie von sich sagen können, ach, das würde ich gerne einmal tun. Und an der Stelle, irgendjemand muss mich zeitlich beaufsichtigen, mache ich eine kleine Pause und will Sie einschalten. Es geht ja um diese Wünsche und Träume und ganz oft denken wir, sie sind unmöglich. Ich will mal in die Runde fragen, wer weiß denn schon, was er oder sie will, welcher Traum oder Wunsch da ist? Bitte mal die Hand hoch. Wer hat schon einen? Wer weiß ihn? Gut. Wer hat so ein paar Zweifel, dass er möglich ist? Bitte Hände hoch. Gut. Bitte machen Sie jetzt ganz kurz Folgendes. Sie suchen sich in der Hinterbank nebenan jemanden, den Sie nicht kennen, und sagen sich jeweils nur ganz kurz den Wunsch. Kann ganz schnell gehen. Was Ihr Wunsch ist. Nutzen Sie die Chance, mal drüber zu reden. Das werden Sie heute noch öfter haben, aber ich denke, je früher wir damit anfangen, umso besser. Vielleicht haben Sie schon gemerkt, wie schön das ist, einfach nur mal über den Wunsch zu reden und sich auszutauschen. Isolation is the dream killer. Isolation tötet die Träume mehr als alles andere. Es ist nicht Ihr negatives Denken oder Ihr positives Denken. Es ist nicht die Stimmung, die Sie generell haben, sondern dass wir damit alleine bleiben und zu alleine bleiben. Isolation is the dream killer. Jetzt war ich in meiner Erzählung an der Stelle, dass wir dieses Team gegründet hatten. Und dann haben wir uns zu träumen getraut. Und das Schöne ist, wenn Sie so einen Traum oder so einen Wunsch haben, die Wünsche der anderen, die sind immer möglich. Ja, ne? Haben Sie doch gerade eben bemerkt. Sie haben das erzählt, Sie haben das gehört von der anderen Person und man denkt, ja, das muss sie unbedingt machen. Wo ist denn das Problem? Nur bei uns selbst. Das ist was anderes. Und deshalb ist dieses Team so wichtig. Denn die anderen, die sehen gar nicht die Probleme, die Sie sehen. Und sie kriegen plötzlich Zuspruch. Sie kriegen Ermutigung. Das ist der Pace Car sozusagen, der da neben Ihnen herfahren kann. Und es ist ein menschlicher Pace Car. Und das Tolle daran ist, der kann Sie auch an der Hand nehmen und kann sagen, Mensch, du kriegst jetzt diesen ersten Schritt nicht gebacken. Du müsstest doch nur mal da hingehen und was fragen. Ich gehe mit dir mit. Und dann packt die sie und dann gehen sie zusammen wohin und ziehen die Erkundigung ein, die sie nun mal gerade ganz dringend brauchen. Und mit dem Ergebnis, sie sind wieder einen Schritt weiter. Und so war das auch in unserem ersten improvisierten Team. Wir hatten geträumt, wir haben die Träume ausgeschmückt, wir haben uns gegenseitig bestärkt. Ganz wichtig, wir haben die Träume dann von dem Luftschloss, es hört sich erst an wie ein Luftschloss, ich wollte Barbara Scheer nach Deutschland holen. Ja, was heißt das denn genau? Luftschloss runtergeholt und mein genaues Ziel war dann, ja, ich möchte eines ihrer Bücher übersetzen. Das war das Ziel, das erste. Aber auch das muss kleiner gemacht werden, weil wir müssen einen ersten kleinen Schritt finden, den wir tun können.
Und dann war klar im Team, ja, du musst mal rausfinden, wer da überhaupt die Rechte hat für diese Bücher und ob du die noch übersetzen kannst. Wie sieht's aus? Okay, sagte ich, ich habe da so ein Buch von ihr, da ist hinten so eine Servicenummer drin, amerikanisch. Keine Ahnung, wer da dranhängt, aber da könnte ich mal anrufen und mich erkundigen. Und im Team haben sie so eine kleine Schrittaufgabe, immer bis zum nächsten Treffen. Und ich hatte diese Aufgabe. Wir treffen uns freitags. Wann habe ich wohl diesen Anruf gemacht? Donnerstag Nachmittag. Und warum habe ich ihn gemacht? Weil ich gewusst habe, oh Mann, die Fragen. Hast du da angerufen? Und ich dachte, oh, wenn ich dann Nein sage, dann muss ich es für die Woche drauf machen. Dann mach ich's jetzt mal lieber. Und ich habe da angerufen. Die Dame am anderen Ende der Leitung wusste nicht so richtig, was ich wollte, aber sie hat gesagt, ich leite ihre Anfrage weiter. Höre aufgeschmissen, war mir ganz egal, Hauptsache ich hatte diesen Anruf gemacht. Ich konnte morgen berichten, ich hab's gemacht. 5 Tage später rief Barbara Scheer auf meinen Anrufbeantworter an und teilte mir mit, die Bücher sind in Zürich bei einer Agentur, wenn ich da irgendwas machen wollte, müsste ich mich mit denen in Verbindung setzen. Und so war der erste Schritt getan und von da aus ging es Schritt für Schritt für Schritt weiter. Wie funktioniert das jetzt in so einem Erfolgsteam und warum funktioniert es? Ich habe die wichtigste Sache eigentlich schon genannt. Da wartet jemand. Und da will jemand, dass sie diesen Traum wahr machen. Und die anderen haben alle nicht diese Bodyguards und diese Gegenstimmen, die sie selber ständig in ihrem Inneren hören. Und das gibt Kraft und Mut. Und in einem solchen Team trifft man sich wöchentlich, 14-tägig, wenn man sich gut kennt, späterhin vielleicht auch alle nur 3 Wochen und sie haben eine Begleitung an ihrer Seite. Es muss nicht schnell gehen, obwohl man sich auch im Team ein Datum setzt, weil ein Datum ist nochmal so ein kleiner Druckpunkt, dass sie sagen, also bis dann und dann möchte ich es zumindest bis zu diesem Schritt 5 geschafft haben. Und dann trinken wir im Team kein Bier, wir haben uns auf Sekt geeinigt. Wenn bestimmte größere Schritte geschafft sind, dann weiß jeder Mann, dann bringt jemand ein Sekt oder ein Apfelkuchen oder was weiß ich mit und es wird gefeiert und wir freuen uns miteinander. So ein Erfolgsteam, können Sie mit einer Person gründen? Dann haben Sie eine Person für sich und an Ihrer Seite. Oder mit mehreren. Oder es gibt organisierte Teams, die professionell angeleitet werden, über die ersten 8 Treffen hinweg. Das machen Erfolgsteamleiter, die ich für Deutschland ausbilde. Es gibt auch in der Schweiz 3 oder 4. Und hier im Raum sitzt einer, das ist der Martin Bertsch, der hier schon mehrere dieser Teams angeleitet hat. Und wenn Sie neugierig sind und da noch mehr drüber wissen wollen, wäre er heute auch die Person, die Sie ansprechen können. Das Buch zu diesen Teams ist das Buch Wishcraft von Barbara Scheer. Der Angeleitete, er zeigt es hinten gerade hoch. Dieser angeleitete Erfolgsteam-Workshop hat im ersten Teil eine Sequenz, wo Sie sich nochmal über das Ziel, den Traum, den Wunsch klar werden. Im zweiten Teil machen Sie sich auf den Weg. Sie gehen diese ersten Schritte. Nach dem 8. Treffen haben Sie sich auf jeden Fall schon auf den Wunsch zubewegt. Und wenn dann der Leiter rausgeht, haben Sie eine Technik erlernt, mit der Sie dieses Team von 4 bis 6 Leuten selbstständig weiterführen können. Das heißt, Sie sind mit Gleichgesinnten unterwegs, Sie haben niemanden, der oben steht. Alle im Team sind Stöckterle und alle haben unglaubliche Ressourcen zu bieten. Ich staune immer wieder,
Wenn 4, 5, 6 Menschen zusammenkommen oder gestern in unserem Seminar 9 Menschen, wie viel jeder für den anderen weiß, wie viel Ressourcen jeder in sich hat, die er der anderen Person weitergeben kann. Das heißt, wir brauchen keinen Guru, sondern wir helfen uns gegenseitig. Wobei es nicht schaden kann, zu manchen Themen vielleicht auch mal einen Experten dazu zu holen. Denn das Hauptmotto lautet eigentlich, für das, was wir vorhaben, wir sind keine Einzelkämpfer, absolut gegen die menschliche Natur. Und das Motto lautet, uns Hilfe und Unterstützung zu holen. Und das ist was ganz Altmodisches. Und je länger ich damit arbeite, mit dem Ansatz, merke ich, wie sehr wir getriezt und gestriezt werden, alles selber machen zu sollen oder zu müssen. Und deshalb auch unser Selbstverbesserungswahn. Wir wollen in vielen immer besser werden und noch besser reden können, besser laufen, gesünder, fitter, sonst was, sonst was. Im Team können Sie merken, oh, da sind mal andere und die geben mir was. Im Austausch gebe ich dafür auch was. Es geht darum, zu lernen, zu merken, hey, ich komme da alleine nicht weiter und ich überlege jetzt schon ein halbes Jahr oder ein Jahr, was will ich Neues tun? Und zu merken, nee, da brauche ich Unterstützung, da brauche ich Hilfe. Also hole ich sie mir. Und es gibt die Unterstützung in ganz vielen Formen. Erfolgsteam ist eine davon. Ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit. Ich kann noch sagen, mein eigenes Team, ich habe zwei Teams, zwei Erfolgsteams. Das eine, wir sind jetzt im 8. Jahr der Zusammenarbeit. Wir hatten auch mal eine Pause, wo wir alle gesagt haben, oh, jetzt haben wir mal keine Lust mehr auf Ziele, auf was erreichen wollen. Jetzt treffen wir uns einfach so. Und nach einem Jahr kam wieder die Lust und dann haben gesagt, okay, aber jetzt wollen wir mal wieder. Jetzt, wir haben doch wieder Träume, wir haben neue Ziele und da wollen wir uns zusammentun. Von den Teams, die angeleitet beginnen, bleiben etwa 80, 90 zusammen. Die arbeiten weiter. Manchmal passiert es natürlich auch, dass im Team die Chemie nicht stimmt und dass man nach den 8 Treffen was erreicht hat und nicht zusammen weitermacht. Dann machen vielleicht nur 2 weiter, was auch schon sehr, sehr gut ist. Aber natürlich haben wir Zeit. Das habe ich gestern von Ihnen gelernt, Herr Gamper. Und deshalb möchte ich Ihnen 3 Minuten jetzt geben, wenn ich geendet habe, wo Sie nochmal ganz kurz mit derselben Person sprechen, der Sie Ihren Wunsch erzählt haben. Und der Person, Sie haben da ganz schnell was aufgenommen. Sie haben genau gemerkt, der Wunsch, ja, ich sehe es schon in Ihren Augen. Sie kann den Marathon laufen oder was auch immer der Wunsch war. Dass Sie schauen, Sie sind jetzt der Pacecar für die andere Person, das Dokterle, und geben was Ermutigendes mit auf den Weg. Was Gefühltes Ermutigendes. Nur 3 Minuten, denn dann malen wir. Und ich schließe einfach meinen Beitrag mit dem ganz, ganz eindringlichen Motto, das ich an Sie weitergeben möchte. Isolation is the dream killer. Isolation tötet Träume ab. Miteinander wagen wir das Unmögliche wie nichts. Vielen Dank.